Ich habe eben einen Anruf bekommen hier von Marcel und er hat einfach gesagt, komm schnell vorbei, es piept. Und ich dachte, hey, ja, bei dir, das ist ja nichts Neues. Aber er sagt, hey, denk an unser Experiment, was wir vor einigen Wochen gestartet haben. Und um dieses Experiment geht es heute. Und zwar hat der Marcel Eier im Supermarkt gekauft und diese ausgebrütet. Richtig. Und heute sehen wir, was dabei rausgekommen ist. Okay, zugegeben, wir sind nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind, dieses Experiment mal zu machen. Das gab es auch im Fernsehen schon, aber das ist eine von den Sachen, die sollte man wirklich mal gesehen haben. Also haben wir es ausprobiert. Ich bin ja nicht wirklich ein Stadtkind, aber mit Hühnern bin ich nicht groß geworden. Und allein die Möglichkeit, dass die Eier, die man im Supermarkt kauft, so befruchtet sein können, dass da noch was rauskommt, das war mir bis vor einigen Jahren komplett unmöglich, der Gedanke. Ja, also die normalen Eier, da ist es auch nicht der Fall, die sind nicht befruchtet, aber bei Bio... Die konventionellen. Die konventionellen. Bei Bio-Eiern ist vorgeschrieben, dass Hähne mitlaufen, ich glaube ein Hahn auf 100 Hühner. Der hat entsprechend viel zu tun, ist auch dadurch nicht jedes Ei befruchtet. In dem Fall, was ich gekauft habe, waren das jetzt Eier von sogenannten Bruder... Hähnen oder genau, das ist die Brudereier. Initiative Bruderhahn, reden wir gleich noch drüber. Und ist nochmal ein bisschen was anderes, weil das sind keine jetzt puren Legehybriden. In dem Fall sind zwar auch jetzt Hybriden, aber das sind Zwienutzungshybriden, die also. Wo es also nicht nur auf die Eier, sondern auch auf das Huhn selber ankommt. Und wo ich einfach mal sehen, wie ist der Unterschied zu normalen Hühnern. Das Problem, von dem ihr auch bestimmt schon mal in den Medien gehört habt, ist, dass männliche Küken von Legehennen geschreddert werden. Die werden als Eintagsküken gleich getötet, weil das muss man wirklich sagen, es rentiert sich vorne und hinten nicht, die aufzuziehen. Das heißt, du hast nach ein paar Wochen oder auch nach einem Jahr komplett dürre Hühner? Ja, normalerweise Masthühnchen ist nach 3, 4, 5 Wochen schön dick und rund. Bei Zwienutzungshühnern, jetzt wie die Brest zum Beispiel, hast du 5 Monate, dann kannst du gut schlachten. Die Masthähnchen nach 7 Monaten, nicht die Masthähnchen, die Legehybriden, die Hähnchen nach 7 Monaten, Knochengestell, nichts dran. Okay, also werden die geschreddert. Das ist natürlich die Sache, das möchte man aus ethischen Gründen, ja, ist für mich nicht zu vertreten. Aber, ja, was kann man machen? Und diese Initiative Bruderhahn ist dann, ja, was auf die Idee gekommen, setzt sich dafür ein, dass Rassen eingesetzt werden, diese sogenannten Zwienutzungshühner. Die Hennen haben eine wirtschaftliche, ja, muss man ja so sehen, eine wirtschaftliche Legeleistung. Nicht wie die reinen Legehybriden, aber es ist vertretbar. Die Eier sind dadurch auch ein bisschen teurer. Und die männlichen Hühner? Die sind auch wieder nicht so gut messbar wie die reinen Masthühner, aber ist auch okay. Okay, deshalb dürfen die männlichen Küken am Leben bleiben. Genau. So. Und wie gesagt, die Eier sind ein bisschen teurer, sind meistens auch bio. Und wann haben wir mit dem Experiment angefangen? Das ist jetzt gute 3 Wochen her. Also gestern vor 3 Wochen haben wir die Eier eingelegt. Also mit eingelegt meinst du in den Brutautomaten? Das richtig. Ist einfach nur eine relativ simple Vorrichtung, vielleicht gar nicht so simpel ist. Ganz so einfach ist nicht, nee, aber... Die sorgt für eine konstante Temperatur. Luftfeuchtigkeit. Luftfeuchtigkeit und man sieht das ja hier auch an der Form. Man kann das ein paar Mal während der Brut drehen. Genau, die Eier müssen gewendet werden. Da gibt es auch einen speziellen Motor für, aber der war dann gleich am Anfang schon kaputt, also von Hand mit anderen Worten. Das macht, in der Natur macht das die Henne? Normal macht das die Henne, ja, regelmäßig. Weil sonst, wenn das nicht passiert, dann klebt der Embryo auf einer Seite irgendwie an der Eischale fest und dann funktioniert das Ganze nicht. Gut, und dann nach wie vielen Wochen haben wir die Geschirr? Normalerweise wird zweimal geschiert. Also Schieren heißt eben durchleuchten, um zu gucken, ob sie in Ordnung sind, ob sie befruchtet sind, ob was abgestorben ist. Ich komme meistens nicht dazu, das zweimal zu machen, deshalb meist einmal relativ spät und dann ist man auch halbwegs auf der sicheren Seite. Und hier bei diesen ganz hellen Eiern
wo das Licht komplett durchscheint, da sieht man, da ist nichts befruchtet. Die sind nicht befruchtet, richtig. Dann gibt es solche, da weiß man es nicht genau. Ja, also das Problem ist, also wenn man jetzt ein weißes Ei hat, ein weißschaliges Ei hat, dann kann man eigentlich so super durchleuchten. Da sieht man die Adern, da sieht man eventuell, wie sich das Küken bewegt, da sieht man vielleicht das ganz am Anfang das Herz schlagen. Bei den braunschaligen oder was ich jetzt auch sehr viel habe, die grünschaligen Eiern, da hat man eigentlich keine Chance zu durchleuchten. Na gut, hier bei dem sieht man aber trotzdem man, so man leicht kann, die man Adern. Man kann so ein bisschen was erkennen, das ist ja auch jetzt nicht ganz so dunkel gewesen. Das waren ja, also meine braunschaligen, das ist von den Maran, die sind also noch viel, viel dunkler. Da siehst du so gut wie nichts mehr, bei den grünen siehst du überhaupt nichts mehr. Ja, ich denke mal, wenn man anfängt zu schieren, sollte es dunkel sein, ne? So dunkel wie es geht, ja. Sonst kann man schlecht erkennen, was los ist. Erinnert mich jetzt an eine Geschichte. Mein Vater ist Architekt, er hat mal eine Druckerei umgebaut. Kam eine Dunkelkammer mit rein. Plan ist nicht genehmigt worden, weil die Dunkelkammer kein Fenster hatte. Wow. Deutsche Vorschriften. Arbeitsplatz muss Fenster haben. Was haben Sie gemacht? Vorhänge? Nur Fenster rein und später schwarz abgeklebt. So muss das sein. Warum schiert man denn überhaupt? Ich meine, du hättest ja einfach die Eier in dem Brutkasten drin lassen können und dann schauen, was rauskommt. Richtig, dass man dann nachher aussortiert. Aber das Problem ist, wenn das Ei nicht lebt, das Küken nicht lebt, dann kann es sein, dass es anfängt zu faulen. Und bei 3 Wochen bei 37 Grad kann das ganz schön explodieren. Habe ich auch schon gehabt, wenn ich was nicht gesehen habe. Ist eine Riesensauerei. Und heute, so ziemlich genau 3 Wochen später, kam dann, wie gesagt, der Anruf. Es fängt an zu piepsen. Und ja, die ersten 4 sind geschlüpft. Bei einigen sieht man noch die, schon die, dass die Schale angepickt ist. Richtig, einige Eier sind angepickt. Da wird also noch einiges kommen. Es kommen nie alle raus. Wir hatten ja auch schon beim Schieren gut aussortiert. Es war nur ein bisschen mehr als die Hälfte befruchtet. Mhm. Die andere Hälfte war unbefruchtet. Ja, jetzt müssen wir gucken, was dabei rauskommt, aber es werden noch ein paar kommen. Okay, jetzt muss man aber dabei sagen, das ist so ein Experiment, das kann hier so ein Marcel machen, der den Platz hat und die Erfahrung mit Hühnern und Hähnen. Ist aber vielleicht nicht das, was ihr als Anfänger, wenn ihr Anfänger seid, ausprobieren könntet, zum Beispiel mit euren Kindern, damit die das mal gesehen haben und ihr sowieso vielleicht Hühner haben wollt. Das Problem ist, es könnten alles Hähne sein. Theoretisch könnte es alles sein, aber in der Regel ist ja in etwa halbe halbe. Das heißt also, man muss sich darüber im Klaren sein, dass die irgendwie ja geschlachtet werden müssen. Oder abgegeben oder sonst was. Aber den Platz muss man erstmal finden. Genau. Und das Zweite ist, man weiß nicht, welche Rasse rauskommt. Es werden Hybriden sein, wie du schon sagst. In dem Fall sind es Hybriden, ja. Und bei Hybriden, wenn man über die Rasse nichts weiß, man weiß nicht, wie winterhart die sind. Also meine Vorwerkhühner, die können auch im Winter problemlos laufen, die durch den Schnee. Ich habe auch keinen beheizten Stall und nichts. Jetzt ja, aber die meisten sind eigentlich problemlos. Meinst du? Also ich habe doch schon gehört, dass denen teilweise die Kämme abfrieren. Wenn es extrem wird, wenn die zu lang sind, das kann schon sein, aber... Also besser dann irgendeine Rasse kaufen, von mir aus auch als Bruteier, wo man dann wirklich die Merkmale kennt. Jetzt kommen die aus dem Brutapparat raus und ja, du hast ihn da in den Jackentaschen rübergetragen. Wenn jetzt die einen, pass auf, da sagen jetzt wieder so einig, um Gottes Willen, wie kann man sowas machen? Das ist ja Tierquälerei. Nein, ist Blödsinn. Die haben sich doch wohlgefühlt. Die haben sich wohlgefühlt. Bei der Henne sitzen ja auch unten drunter in ähnlichen Verhältnissen. Also die fühlen sich da pudelwohl. Also wenn ich jetzt eine Kiste nehme, das mache ich, wenn es mehr sind. Da fühlen die sich, glaube ich, nicht so wohl wie in der Jackentasche. Ne? Und dann geht es in einen, ja, wie nennt man das? Ja, ich habe einfach, das sind einfach Kunststoffboxen. Unten ist eine geschlossene Kiste drunter als Auffangbehälter für den Kot. Dann ist so eine Gitterkiste. Da deckt man erstmal, solange die klein sind, noch mit einem Küchentuch den Boden ab, dass sie gut laufen können. Wenn sie ein bisschen größer sind, dann laufen die auf diesem Kunststoffgitter rum, ist kein Thema. Der Mist kann durchfallen. Ja, und als drittes Teil, wenn sie ein bisschen größer sind, oben Deckel drauf, sonst kann es passieren, dass sie rausspringen. Diese Heizung da drin, die strahlt nur nach unten ab? Ja, auch ein bisschen nach oben, aber in erster Linie nach unten ist eine Wärmeplatte.
Früher hat man das mit Infrarot oder mit Rotlichtstrahlern gemacht, aber das hat den Nachteil, dass sie dann nachts nicht zur Ruhe kommen. Mhm. Hat den Vorteil, sie wachsen schneller, aber ich weiß nicht, ob es unbedingt so gut ist, wenn die dann 24 Stunden am Tag auf sind, ist ja nicht ganz normal. So, und Futter haben sie direkt angenommen? Ist das normal? Speziell ist das Legemehl, war das, oder? Das war jetzt in dem Fall Legemehl einfach, was die Alten auch kriegen. Es gibt spezielles Aufzuchtfutter, habe ich jetzt gerade nicht da, da kann man auch Legemehl geben. Bisschen Wasser? Bisschen Wasser dazu. Beim Wasser aufpassen, dass sie sich nicht nass machen können. Mhm. Deshalb habe ich da dieses Glas in der Mitte, das nur so ein Ringwasser ist. Ja, das war es eigentlich erstmal. Man kann am Anfang denen so ein bisschen zeigen, so mit dem Finger. Das macht die alte Henne ja auch. Die zeigt dann aufs Futter, damit die wissen, wo sie was zu finden haben. Ich weiß ja, es gibt Tierarten, ich glaube auch Vögel, wenn die aus dem Ei schlüpfen, sehen irgendwie oder das Muttertier, dann sind die auf das geprägt. Ist das bei Hühnern auch so? Sehen die jetzt in dir? Das ist generell auch so, aber ich glaube, das passiert jetzt nicht in diesen 2-3 Minuten, die wir da mit denen rumhantiert haben. Ich denke mal, die prägen sich aufeinander gegenseitig danach in der Kiste. Wie lange müssen die jetzt hier in der Kiste drin bleiben, um dann deiner Herde hier integriert zu werden? Also in der Kiste bleiben sie erstmal so 3-4 Wochen, bis sich also die normalen Federn bilden. Dann sind sie also halbwegs robust gegenüber den Außentemperaturen. Ob sie dann noch länger drin bleiben, das hängt dann vom jeweiligen Wetter ab. Also im Winter bleiben sie bestimmt, bis sie 6 oder 7 Wochen alt sind. Unter kontrollierten Bedingungen. Im Sommer jetzt, je nachdem wie warm es dann in 3 Wochen ist, können sie vielleicht schon raus. Wobei sie dann nicht gleich hier in die Herde reinkommen, sondern erstmal getrennt aufgezogen werden. Ja, ich denke, da bleiben wir auf jeden Fall mal dran und schauen mal in 4-5 Wochen, wie die gewachsen sind und ob da auch noch mehr geschlüpft sind. Und ja, ich fand es sehr interessant zu sehen, einfach das befruchtete Eier aus dem Supermarkt, die da vielleicht in der Kühlung drin waren oder einfach im Regal standen, wirklich noch lebende Küken hervorbringen. Ja. Weißt du, welches lebende Tier du noch im Supermarkt kaufen kannst, was die meisten Leute auch nicht wissen? Miesmuscheln, in diesem, dieses Eingeschweiß. Gut, die leben noch, aber da wird es mit dem Weiterzüchten schwierig. Ja. Gut, das war unser kleines Experiment, was wir unbedingt auch mal machen wollten. Hühner aus dem Supermarkt ausbrüten. Hat geklappt. Und falls euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, auch gerne eure Erfahrungen mit Hühnern. Schaut auch gerne mal auf die Seite der Initiative Bruderhahn. Ich denke, das ist eine gute Sache. Da gibt es mehrere Organisationen, die sowas machen. Mhm. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Meinst du, der Hahn tut uns jetzt den Gefallen, jetzt im letzten Moment noch zu krähen? Nee, jetzt natürlich nicht. Du musst ja reinblenden.